Willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect und wie ihr seht, hat sich doch ein wenig mehr verändert zur letzten Folge als erwartet, denn ich habe eine Folge quasi offscreen gespielt, um mal zu gucken, wie viel ich schaffe. Ja, weil ich langsam wirklich das Problem habe, dass ich einfach abgrundtief kein Geld mehr habe und das mir langsam ein bisschen auf den Sack geht. Ja, und zu meiner erfreuenden Stimmung, kann man das so sagen? Ja, bestimmt. Bin ich zufriedenstellend gewesen und habe ganze 2 Zellenblöcke bauen können. Und noch ein bisschen mehr, aber quasi 2 Zellenblöcke bauen können schon mal. Ja, und dann habe ich den Entschluss gefasst, du, dann machst das jetzt weiter und währenddessen brauche ich Geld mal wieder. Reformierungsprogramme. Ich habe irgendwas erforscht, zumindest hört sich das so an. Kann ich es mir forschen, oder? Ich glaube, Steuern sparen. Aber sonst? Ja, wir haben weiterhin das Problem, dass wir keinen Tischler haben, dass das auch keiner machen möchte und dass unsere Grundbildungsprogramme zwar super gut besucht werden, aber im Großen und Ganzen der Allgemeinbildungsprogramme nicht gut besucht werden. Also, dass wir das hier auch nicht fertig kriegen, das ist dann das zweite große Problem. Ja. Also kriegen wir quasi gerade das nicht fertig und das auch nicht fertig, weil dies einfach meine Leute zu blöd sind und zu faul sind. Das müsst ihr euch mal überlegen. Aber es haben wieder Leute gerade das Grundbildungsprogramm bestanden. Das bedeutet, dass ich vielleicht dann doch irgendwann mal auch hier hin dran komme. Aber die Tischlerlehrstelle will immer noch keiner machen. Doch einer möchte sie ja machen. Einer ist interessiert. Da traut sich jemand was. Ja, habe ich ja nicht mitgerechnet mehr heute. So, apropos, ich sollte heute noch mal wieder eine Razzia durchführen, aufgrund dessen, dass ich vielleicht wieder Tunnelaktivitäten habe. Aber, boah, ich bin immer noch todmüde, ich bin erst noch vor 5 Minuten aufgestanden. Na, gut, Viertelstunde, und es ist schon 1 Uhr. Ach ja, ich liebe den Samstag. Ach ja, und hier habe ich aus irgendwelchen Gründen, die ich selber noch nicht ganz verstehe, ein Loch drin. Muss ich nachher auch mal noch gucken. Aber, ich kriege auch jetzt schon wieder Holz. Was schließlich dazu führt, dass ich wieder Geld kriege, beziehungsweise, dass der Tischler irgendwann mal seine Betten bauen kann. Ja, das finde ich jetzt gar nicht so scheiße. Demnächst möchte ich dann eigentlich auch wieder die Baumfarm ein wenig mehr ausbauen, damit ich mehr Holz kriege, damit ich noch mehr Geld kriege, damit die durchgehend quasi an Holz arbeiten können und dann nicht immer diese Platten brauchen. Wo ist der Tischler? Okay. Los, Power Ride, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du bist der Beste. Du wirst es schaffen. Was hast du eigentlich getan? Du bist aber nur noch ein halbes Jahr da. Also, Power Ride, du musst jetzt in einem halben Jahr 10 Betten schaffen. Schaffst du das? Wenn du das bestehst. Nur gemerkt. Die Bestehungschance wird so bei 50% sein. Also möglich ist es. Aber der ist dann einfach nur noch ein paar Tage da. Das ist schon scheiße. Ach Mann. Die wollen mich doch alle mobben heute. So. Weißt du, währenddessen baue ich einfach mal Holz. Apropos, ich habe mal abgemessen. Ne? Wenn ich die beiden Gefängnisblöcke da oben nochmal hinsetze, habe ich genau 100 Gefangene. Zumindest in der Theorie. Das müsst ihr euch mal überlegen. Genau 100. Das wäre voll Porno. Weil hier passt das nämlich ziemlich genau. Und dann hätte ich hier 2, 4, 5, 10. Verdammt, das passt nicht. 10, 20. Doch, das passt, das passt. Sind dann nämlich 40 Gefangene und dann passt das. Ha, sag ich ja. Ich hab recht. Behauptet nie wieder, dass ich Unrecht hatte. Ach ja, ich hab hier noch, keinen Strom verlegt. Ich hab doch gar keinen Strom verlegt. Jetzt hab ich auch kein Geld mehr dafür. Egal. Zumindest schon mal ein bisschen weiter. Oh, da sind welche ausgebrochen. Wie viele denn? Ja, egal.
Die werden jetzt sofort eh wieder eingefangen. Ich habe hier 4 Leute. Da ist der erste, da ist der zweite. So, Razzia, fertig. Naja, von hier haben sie es dann halt nicht weit, ne? Also wie ihr seht, hat das mit diesem Zaun hier drumherum einen sehr guten Effekt, nämlich, dass du die Leute immer wieder einfängst und nur noch relativ wenig Ausbrüche hast. Hatte ich überhaupt schon Ausbrüche? Das müsste ich nachgucken, das kann man doch hier nachgucken. Nur Tote. Geflohen sind mir noch gar keine. Gar keine. Ja, und tägliche Profite von 5000 ist zwar für meine Verhältnisse echt nicht viel, aber das sollte wohl gehen. So, 77 von 68 Gefangene. Wie viele würden denn kommen? Muss ich mal gucken. 22. Ja, nee, kannst du vergessen. Alter, ich habe immerhin 99. Könnt ihr nun nirgendwo lassen. Könnt ihr höchstens 86 verlassen. Habe ich die Tunnel jetzt gefunden schon? Scheinbar nicht. Ich habe die doch jetzt bestimmt in Einzelhaft gepackt. Denn gemacht? Drogen? Da. Tunnel gefunden. Aber irgendwie noch nicht so viel, dass das nach hier oben geht. Gut, was mache ich noch eine Razzia? Habe ich gar kein Problem mit. Ach man, Leute. Seid ihr Polizisten so unfähig? Wirklich? Scheinbar schon, also noch eine. Nicht mein Problem. Ihr müsst diese doofen Tunnel finden. Hoffentlich ist mein Tischler nicht in Dings reingekommen. Tischler? Oh, White, was hast du gemacht? Das Werkzeug besessen. Was soll der Quatsch denn? Du musst doch Tischler werden. Kann ich mir jetzt eigentlich Informanten holen? Schmuggeln? Informanten? Möchte wer? Der da will. Ja, dann wirst du erstmal freigelassen. Möchte noch wer? Nein? Sicher? Habt ihr euch das gut überlegt? Dann würdet ihr sofort freigelassen werden. Pau, was ist mit dir? Du möchtest doch bestimmt. Schade aber auch. Ich hätte wohl gerne noch ein paar. Naja. Habe ich den Tunnel hier oben immer noch nicht gefunden? Meine Fresse, von wo kommt der denn? Kommt von hier unten, das ist klar. Naja, wenn die von hier gekommen wären, dann muss doch eigentlich der da sein. Jemand hier mal. Du auch. Vielleicht noch du. Ah, die müssen aus diesem Gefängnisblock kommen eigentlich. Meiner Meinung nach. Sag ich doch. Ach, die haben zwei separate Tunnel gebastelt. Oh, das ist aber mutig. So, jetzt erstmal euch wieder hinsetzen. Aber aufgrund von Geldgründen hat der Paul weitest in die Isolierung gemacht heute, also keine Tischausstellung, ne? Ein Tag ist also 0,1 Jahr, also muss der 10 Tage drin sein. Ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr mit dem Tischler, mit dem Tischler zumindest. Das ist schade. Naja. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ist ja nicht so, als wenn ich das schon 100 Folgen tue. Naja, nicht ganz, aber langsam kommt es mir doch so vor. So, jetzt erstmal die Tunnel auffüllen. Kostet mir 720 und dann hätte ich hier gerne Strom drin.
Dann hätte ich hier gerne. Ich glaube, den mache ich erstmal fertig, ne? So. Und so. Und kleine Rohre brauche ich noch. So. Okay. Da, 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 da. Und da. Und da. Da. So, und jetzt möchte ich die wohl schon wieder voll machen. Ha, ich benutze die Toilette und sag voll machen. Ja. Nein. Denn dann kann ich schon wieder neue Leute reinhauen. Aber ich habe dazu nicht genug Geld. Mir fehlt ein wenig. Für Betten unter anderem und für neue Türen. So, Stationierung könnte ich aber mal eben machen. So. Wie viele würden denn heute Morgen ankommen? 18. Wie viel habe ich? 77. Ich kann 68 sind 86. Aber da ich die jetzt fast fertig habe, mache ich das mal. Das sind dann halt ja nochmal 10 und dann kann ich 78 plus 18. Das reicht. Nur muss ich die dann auch jetzt über den Tag fertig kriegen und zwar ziemlich schnell. Ah, das schaffe ich aber wohl, das glaube ich wohl. So. Außerdem muss ich hier dann mal den Weg machen, langsam. So, jetzt kann ich zum Beispiel schon wieder das letzte Bett hier reinstellen. Jetzt fehlen mir nur 2000 Geld für die Gittertüren. Wenn die dann wieder schlafen müssen, habe ich das fertig. Dann habe ich 18 neue Gefangene direkt, die vielleicht heute schon in ein Ausbildungsprogramm mit rein können. Das ist doch voll klug, oder? Mega vorausschauend und so. So. 105 Gewinn pro Stunde. Vielleicht den neuen Tischler dabei. Vielleicht habe ich aber auch einen ganz bösen Typen dabei. Sind denn noch welche in Solitary? 6 Leute. Dann lasst mich doch mal gucken, ob ihr vielleicht Bock hättet, Informanten zu werden. Du willst noch Informant werden. Erfahrung. Rekrutierter Informant. So. Habe ich denn schon ein Sicherheitsbüro? Habe ich überhaupt Sicherheitsbüro? Sicherheitsbüro? Hab ich das schon? Steht's denn? Ja, hab ich zweimal. Ach, das waren die hier, ne? Genau. Ach ja, ich hab kein Geld. Ach, das vergesse ich immer wieder, dass ich einfach abgrundtief keinen Knete habe. Ist einfach so lästig. So, ist Paul White jetzt immer? Ist Paul White schon wieder draußen? Nee. Programme. Tischler. Was macht der denn? Was macht der denn? Ach, der sitzt mal im Gefängnis. Aber mal, weil ich nicht mehr genug Wachen habe, also brauche ich bald eine neue. Aber erst muss ich die Zellen fertig haben, natürlich. Mal eben schnell nochmal 4 Stück abziehen, damit ich ein paar mehr Überarbeiter, die mal eben Gefangenen wegtransportieren können, weil sonst wird das echt zu lange dauern. Finde ich zumindest momentan, dauert das sehr, sehr lange. So, wie ihr seht, ist der Gefängnisblock schon ziemlich fertig. Oh, da habe ich gar kein Rohr gezogen. Ja, das mache ich dann auch demnächst noch. Ich mache jetzt einfach schon 105 am Tag durch Gewinne, also durch reinen Gewinn, den ich kriege. Das ist natürlich schon ziemlich geil. Ach du Scheiße, wie sieht die Rüstkammer denn aus? Kranker Shit.
Wo doch mal so Zeit hat, da geputzt wird. Da sieht man echt einen Mega-Unterschied. Heilige Scheiße, ne? So, Arbeitstag ist sofort vorbei. Wie viel Geld kriegen wir denn mal? Bestimmt einen guten Haufen. Oh, da habe ich schon 2200. Jetzt kriege ich nochmal einen ganzen Haufen Blech. Kann weg, das kann weg. Das und das. Und dann habe ich nochmal die Türen. Die 10 hier. Bisschen Glück kriege ich. Habe ich auch noch genug Geld, um hier die Rohre zu ziehen. Ja. 5000 nochmal durch Exporte. Ah, jetzt langsam merkt man, dass ich ein paar Leute kriege. So. Hier schon direkt den nächsten Gefängnisblock ziehen. So. Schon wieder 3000 durch Exporte. Oh, ich krieg Geld, Leute. Ich krieg endlich mal Geld. Mit ein bisschen Glück habe ich den hier direkt auch fertig. Überlegt euch das mal. Komme ich langsam an die 100 ran. Das wird doch schön, das wird so schön. So, einmal so. Und einmal so. Oh, der wird auch fertig. Hammer. Mit direkt 20 neue Zellen. Schon bei den 88, ne? So, und jetzt fürs letzte Geld werden erstmal 2 Wachen eingestellt. Oh, sogar 3. Dann kann ich nämlich die Patrouillen hier zumindest schon wieder einstellen. Sehr. Sehr geil. So, was sagt die Uhr denn? Es ist 28. Hab noch ein paar Minuten. Aber heute habe ich ja schon viel geschafft. Die beiden Gefängnisblöcke einmal voll fertig gemacht. Komplett. Ja, das sind 20 neue Zellen, das müsst ihr euch mal überlegen. Oh, da kriege ich kein Rohr mehr hin. Das ist natürlich Kacke. Ah, warte mal. Komm du mal dahin. Ah, jetzt wollen die da überall kein Rohr mehr hin, Mann. Ihr Wichser. Dann natürlich auch nicht. Und da habe ich nicht mehr genug Geld für. Ach, Menno, Leute, was soll der Quatsch denn? So. Bisschen Geld werde ich aber noch irgendwo rumfliegen haben, dass ich eben die Rohre da machen kann. Ach du Scheiße. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich doch kein Geld mehr. Ach Mann, hätte ich ja jetzt echt gerne noch fertig gehabt, den ganzen Quatsch. Aber langsam aber sicher komme ich wirklich an die 100 Leute ran. Das bedeutet, dass ich da die Kantine auch langsam mal weiterbauen muss. Und dass ich nur neue Werkstätten bauen sollte. Vielleicht. Oh, 7 von 28. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Dann sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.